Der Bundestag debattiert im Moment über die Frage, wie viel Geld die Bundesregierung im nächsten Jahr ausgeben will. Es steht fest, er will kräftig sparen, um die sogenannte Schuldenbremse wieder einhalten zu können. Daran gibt es aber sehr viel Kritik aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben da ja auch im Spotlight schon einige Male darüber berichtet. Und darüber spreche ich heute mit Achim Truger. Er ist Professor für Ökonomie an der Uni Duisburg-Essen und er ist im Sachverständigenrat der Bundesregierung zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, Professor Truger. Gerne, hallo Frau Dovidat. Für mich als Bürgerin ist dieser Sparkurs und das Ziel, die Schuldenbremse wieder einhalten zu wollen, ist es für mich gut oder nicht gut? Wie sehen Sie das? Naja, das hängt natürlich davon ab, welche Bürgerin Sie sind. Also es gibt ja unterschiedliche Interessen. Aber was man sagen muss, ist, dass der Sparkurs und diese unbedingte Einhaltung der Schuldenbremse schon in diesem Jahr ja und dann auch nochmal wieder im kommenden Jahr, dass die eigentlich nicht notwendig gewesen wäre. Und es spricht auch viel dafür, dass es sehr viele wichtige Aufgaben und Ausgaben gibt, die man tätigen sollte. Also Transformation steht an, wir kommen aus zwei schweren Krisen, es gibt ganz viele Bedarfe, was getan werden muss. Und in so einer Situation ist es eigentlich schlecht, wenn man so harte Grenzen hat. Und um dann die Schuldenbremse einzuhalten, auf einen Kürzungskurs einschwenken. Jetzt hat sich ja gerade auch noch was ganz Großes getan in der Debatte um den Bundeshaushalt, nämlich ein wichtiges Urteil, was gefallen ist. Was hat das für eine Bedeutung? Ja, das Bundesverfassungsgericht hat gestern, ich sag mal, es gibt ja kein Gestern, also das. Entschuldigung. Ja, das schneiden wir dann. Ja, schnell. Ja, gut, Sie können mich auch lachen. Das ist im Zweifel auch nicht falsch. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat ein ganz grundlegendes Urteil gefällt. Die Ampelkoalition hatte sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass sie sozusagen die Quadratur des Kreises probieren wollten. Also es sollten ganz viele von den wichtigen Zukunftsausgaben getätigt werden. Es sollte dafür aber nicht irgendwo massiv gekürzt werden im Haushalt. Und es sollte die Schuldenbremse eingehalten werden. Und es sollten keine Steuern erhöht werden. Das ist ja eigentlich, hört sich jetzt irgendwie sehr unmöglich an, wäre es eigentlich auch. Aber man hat sich geeinigt und hat gesagt, wir nehmen Kreditermächtigungen, die es noch gab, die man nicht gebraucht hat aus der Corona-Pandemie, und stecken die in den Klima- und Transformationsfonds, in dem man ganz viele von diesen Klima- und Transformationssachen finanziert. Und also widmen das quasi um. Und die Begründung war, und ökonomisch ist es eigentlich keine schlechte Begründung, nach Corona musste man sehen, dass man die Wirtschaft nochmal anschiebt. Da war noch vieles auf der Strecke geblieben und deshalb braucht man Investitionen. Und wenn man investiert, dann soll man natürlich in das investieren, was zukunftsträchtig ist. Und das sind halt gerade die Klima- und Transformationssachen. Und dafür kann man dann eigentlich und soll man auch Kredite aufnehmen und darf das dann machen. Das war die Begründung. Also ökonomisch, wie gesagt, ganz vernünftig. Das hört sich Aber ja auch ganz gut an. Warum ist das denn jetzt, also warum hat denn das Bundesverfassungsgericht das überhaupt gekippt? Wissen Sie das? ja, das Bundesverfassungsgericht muss ja nicht eine ökonomische Sache beurteilen, sondern muss beurteilen, ob das, was gemacht worden ist, nämlich nicht gebrauchte, nicht genutzte Kreditermächtigungen, letztlich mit einem ja, anderen Zweck oder nicht so ganz klar verbundenen Zweck zu nehmen und dafür zu nutzen. Und vor allen Dingen dann da über viele Jahre damit weiter Kredite aufzunehmen, ohne dass man dafür die Ausnahmeregel der Schuldenbremse jedes Jahr in Anspruch nehmen muss. Das müsste man nämlich sonst. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das war eine Klage der Unionsfraktion, und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein. Also erstens ist die Begründung, dass man da jetzt in Klima investiert, aus Corona-Erholungsgründen raus, nicht stichhaltig, also nicht gut genug begründet gewesen. Und man darf eben nicht über mehrere Jahre da jetzt Sachen bunkern und dann Kredite für viele Jahre in der Zukunft aufnehmen. Und das hat jetzt einfach dazu geführt, dass sie gesagt haben, es ist ein hartes Urteil,
das, was die gemacht haben, 60 Milliarden in diesen Klima- und Transformationsfonds für Zukunftsinvestitionen, ist nichtig. Und das heißt, die 60 Milliarden fehlen jetzt in dem Fonds. Ganz allgemein gesprochen, was die Bundesregierung jetzt fürs nächste Jahr plant: kräftig sparen und dadurch die Schuldenbremse wieder einhalten. Wozu führt das ganz konkret? Wo muss da gespart werden und was heißt das für uns als Volkswirtschaft? Finden Sie es gut oder schlecht? Also man muss sagen, das, was bislang passiert ist im Bundeshaushalt, waren Kürzungen. Die waren aber noch vergleichsweise moderat. Also wir sprechen hier von 3,5 Milliarden Euro pro Jahr für 2 Jahre, also 7 Milliarden insgesamt. Und da hat man schon gemerkt, wie schmerzhaft das ist. Also es werden Goethe-Institute geschlossen, das Elterngeld soll anders ausgezahlt werden. Und verschiedene andere Sachen, die alle wehtun, gerade Sozialverbände klagen, wie ich finde, zu Recht. Also da wird an ganz vielen Stellen schon gekürzt. Aber nur zum Vergleich, wir reden jetzt ja über 60 Milliarden, die fehlen über ein paar Jahre. Das heißt, das wäre sozusagen die wirkliche Gefahr, wenn jetzt irgendwas in dieser Dimension in den kommenden Jahren reingekürzt werden sollte. Entweder weil die Klimaausgaben dann nicht getätigt werden oder weil sie getätigt werden, aber woanders im Haushalt dann gekürzt wird. Das wäre wirklich sehr extrem. Und das würde auch so weit gehen, ich will dann so weit gehen zu sagen, das würde sogar die Konjunkturerholung im kommenden Jahr dann beeinträchtigen. Die Finanzpolitik ist ohnehin schon restriktiv ausgerichtet, das heißt, steht schon auf der Bremse. Aber da jetzt noch mehr kürzen zu wollen, das könnte das Zünglein an der Waage sein, dass die Konjunkturerholung im nächsten Jahr verhindert. Also wir haben bei uns im Spotlight schon häufig darüber berichtet, was das heißt, wenn jetzt an Prävention zum Beispiel gespart wird, dass dann Ausgaben für junge Leute nicht mehr gemacht werden können, wenn es um Integration von Migranten geht, können viele Angebote nicht mehr gemacht werden, auch im Bereich Extremismus, Vorbeugung und so weiter, wo man erstmal sagt, okay, das ist gesellschaftlich möglicherweise ein Problem. Das, was Sie jetzt ansprechen, ist aber auch dann darüber hinaus noch ein handfestes ökonomisches Problem. Also Sie haben jetzt zum einen gesagt, dann geht es der Wirtschaft vielleicht deswegen schlecht. Und das andere, was Sie angesprochen haben, ist Klimaschutzprojekte, die können nicht gemacht werden. Oder wie ist das zu verstehen? Ja, die können nicht gemacht werden, kann man so nicht sagen. Das ist halt die Frage, wozu man sich jetzt entscheidet. Und würde man jetzt einfach nach dem Urteil das so belassen, die 60 Milliarden streichen, dann würde halt das Geld im Wesentlichen für die ganzen Klimainvestitionen, die dort in dem Fonds vorgesehen waren, fehlen. Dann hätte man da das Problem. Wenn man die jetzt tätigt und man würde an anderer Stelle kürzen, im Haushalt, dann würde man halt die Probleme, die Sie jetzt angesprochen haben, nochmal verschärfen. Und ich muss auch sagen, als Ökonom, ich entschuldige mich jetzt dafür, dass ich sozusagen jetzt diese ökonomischen Punkte zuerst gebracht habe. Aber aus der gesellschaftspolitischen Sicht, das darf man ruhig auch betonen, haben Sie natürlich recht, dass das ein Zusatz, also dass das auch ein großes Thema ist. Was ist denn das, was Sie jetzt am meisten beschäftigt? Also welcher Bereich ist der, der Ihnen die größte Sorge macht, wo Sie sagen, da müssen wir jetzt wirklich aufpassen, dass wir uns nicht kaputt sparen? Also ich würde da jetzt gar nicht einzelne Bereiche herausnehmen. Also ganz wichtig sind natürlich die Investitionen. Und wenn wir über die Schuldenbremse sprechen, dann wäre das eigentlich auch eine gute Verbindung, weil es ja so ist, dass man normalerweise Zukunftsinvestitionen, überhaupt Investitionen, von denen man ja später in der Zukunft was hat, dass man das über Kredit finanzieren kann und vielleicht sogar soll. Also sie würden ja ein Haus auch nicht bar bezahlen wollen, sondern dafür verschuldet man sich auch. Unternehmen verschulden sich für Investitionen. Und so ist es eigentlich auch sinnvoll, dass der Staat sich für Investitionen verschuldet. Und das ist eben genau der Punkt. Das wäre eine vernünftige Schuldenbremse, die Investitionen nicht beeinträchtigt, die Luft für Investitionen lässt. Und das ist natürlich jetzt die Gefahr, dass genau die Investitionen dann auf der Strecke bleiben. Sie haben ja schon mal in einem Interview vor relativ kurzer Zeit in der Taz einen solchen Vorschlag gemacht. Wenn ich den richtig verstehe, haben Sie gesagt, öffentliche Investitionen, egal in welchem Bereich, ob es jetzt um Klimainvestitionen geht oder um, ja, was wären andere Beispiele? Also, dass man die ausnimmt von der Schuldenbremse. Wo ist das noch relevant zum Beispiel?
Also das kommt natürlich dann darauf an, man muss den Investitionsbegriff definieren und der ist ja nicht völlig eindeutig. Letztlich würde ich da aber Pragmatismus walten lassen. Aber Klassiker wären, die werden auch in der Statistik so erfasst, wären Infrastrukturinvestitionen, also Straßen, Netze, auch öffentliche Gebäude, auch Schulgebäude zum Beispiel. Das würde automatisch in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung als Investition gezählt. Darüber hinaus sind natürlich auch Bildungsausgaben, also Ausgaben für Personal, für Lehrerinnen und Lehrer, für Universitäten. Die zählen dann zwar in der Statistik erstmal nicht, sind ökonomisch aber natürlich Zukunftsinvestitionen, weil man ja in die Ausbildung der Menschen investiert. Also das sind wären sinnvolle Sachen. Klimainvestitionen, die Wirtschaft und die Haushalte, die ganze Lebensweise nachhaltig machen und damit massiv Kosten in der Zukunft einsparen. Auch das sind Investitionen. Mir wäre es jetzt ehrlich gesagt relativ egal, auf welchen Begriff man sich da einigt. Man kann auch, wenn man Angst hat, dass man dann Fass aufmacht, das zu groß wird, kann man sagen, wir haben eine bestimmte Investitionsdefinition und wenn ihr Angst habt, zu bunt, dann deckeln wir das, wie viel, also sozusagen, wie viel man sich dafür verschulden kann. Meinetwegen auf 1% des Bruttoinlandsprodukts oder irgendwie so etwas. Dann hätte man die Gewährleistung, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Und da muss man sich auch keine Sorgen machen, dass die Staatsschulden irgendwie zu hoch werden. Das wäre eine ganz, ganz moderate Möglichkeit. Und die würde aber tatsächlich die Investitionen begünstigen und auch dazu führen, dass sie dann getätigt werden. Jetzt nochmal ganz einfach gefragt. Der Grund, warum Christian Lindner sagt, wir sollten nicht so viele neue Schulden aufnehmen bei Banken, ist ja, dass man nicht künftige Generationen damit belasten will, dass die zu viele Zinsen bezahlen müssen und die irgendwie mit ihrer Arbeit ja erwirtschaften müssen. Wenn man jetzt sagt, so wie Sie vorschlagen, Investitionen, meinetwegen auch gedeckelt, dafür darf man eben doch neue Schulden aufnehmen, dann müssen aber ja trotzdem dafür die Zinsen bezahlt werden. Wie soll das denn dann gegenfinanziert werden? Also wer soll das wie bezahlen? Naja, also die Logik ist ja ganz klar. Zukünftige Generationen müssen dann zwar die Zinsen bezahlen und die Schuldenlast tragen, aber sie bekommen ja dafür was. Sie bekommen eine bessere Bildung, sie bekommen eine bessere Infrastruktur und damit sollten sie eigentlich auch ein höheres Wachstum, ein höheres Bruttoinlandsprodukt bekommen. Und aus dem kann man das dann eigentlich bezahlen. Das ist die Idee dahinter. Das ist die alte sogenannte goldene Regel der öffentlichen Investitionen. Und da spricht ökonomisch konzeptionell eigentlich alles für, das so zu machen. Okay, dann letzte Frage dazu. Sind Sie denn mit dieser Idee, sagen wir mal, eher allein auf weiter Flur im Bereich des Sachverständigenrats der Bundesregierung oder sind sich da die Ökonomen eher einig, dass das eine gute Idee ist? Also im Sachverständigenrat haben wir das jetzt nicht diskutiert, konkret. Aber ich würde jetzt mindestens ein oder zwei, vielleicht sogar drei kennen, die das auch gut fänden. In der Vergangenheit war es sogar so, dass bis 2007 der Sachverständigenrat mal in einem Sondergutachten zur Schuldenbremse genau die goldene Regel für öffentliche Investitionen vertreten hat. Das war dann zwischenzeitlich mal mehrheitlich anders. Und jetzt sind wir wieder in so einer Umbruchsphase. Aber ganz klar, egal wie man das dann am Ende dann konkret umsetzt und beurteilt, die Vorstellung, dass man öffentliche Investitionen über Kredite finanzieren darf und soll, die ist extrem weit verbreitet. Und egal mit wem man spricht, dafür bekommt man viel Zustimmung. Also insofern, ich glaube, wenn man irgendwo Spielräume für Kredite begründen möchte und dafür Zustimmung haben möchte, dann sind die Investitionen genau der Punkt, an dem die meisten Leute zustimmen. Und das ist einmal gut für die politische Umsetzung, aber es ist vor allen Dingen eben auch ökonomisch richtig. Und wenn jetzt der Sachverständigenrat sich einig ist und sagt, ja, das fordern wir, setzt die Regierung das dann um? Nein, also wir sind ja keine Nebenregierung und wir sind unabhängig in unseren Analysen und die steht der Bundesregierung frei zu machen, was sie möchte. Aber immerhin, es ist natürlich eine wichtige Stimme.
was der Sachverständigenrat sagt. Und die Bundesregierung muss offiziell im Jahreswirtschaftsbericht auf das Jahresgutachten des Sachverständigenrats eingehen. Das heißt, im November kommen wir raus. Jetzt ist gerade schon vorbei. Und im Januar muss dann im Jahreswirtschaftsbericht die Bundesregierung sich positionieren. Das heißt, sie müsste dann zumindest sich damit auseinandersetzen. Und in der Vergangenheit hat sie häufiger mal Ideen umgesetzt. Sie hat auch Ideen ignoriert. Das ist also nicht unbedingt vorhersehbar. Aber trotzdem, wir beraten ja nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die weitere breitere Öffentlichkeit. Und da haben unsere Vorschläge durchaus immer wieder Gewicht. Und wie gesagt, vieles wird manchmal auch mit ein bisschen zeitlicher Verzögerung am Ende auch umgesetzt politisch. Dann bin ich gespannt, halte die Daumen und danke Ihnen für das Gespräch, Professor Achentruger. Bis bald. Herzlichen Dank.